Sag mal, wie viel Kopfschüsse muss ich dem eigentlich noch verpassen? Jetzt. Konnichiwa, ihr Ninjas, und willkommen zu einer erneuten Folge The Division. Ja, in der letzten Folge haben wir ein paar Missionen gemacht. Jetzt haben wir hier nur noch eine. Wir sollen hier Nachschubbeschaffung machen. Und dann können wir auch wieder zurück ins Safehouse und dort die Quest abgeben, damit wir in den neuen Bereich bekommen. Also, komm. Was ist da los? Oh. Bossgegner. Ja, nimm mal das. Spiel da mal ein bisschen mit. So. Ach, der Boss hat sie da hinten versteckt jetzt. Uncool. Hey, was Blaues? Hey! Sogar zwei blaue Sachen. Eine neue Maske und ein Hochgeschwindigkeitsmagazin. Ja. Schauen wir mal. Hm. Ja. Nee. Die ist mal... blöd. Gut, Hochgeschwindigkeitsmagazin. Gucken. Magazingröße. Ey, super. Ach, dieses Magazin ist um 38,5% größer. Ja. Freut mich natürlich. Ja, Hund, lass mich in Ruhe. So. Wie viel Schuss haben? 41 Schuss im Magazin, ey. Oh, da laufen schon wieder welche. Du wirst auch nicht los. Gut. Weiter geht's. Kostet viel zu viel Zeit. Gut, 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 gut. Noch 200 Meter. Da vorne sind schon wieder irgendwo welche. Also das ist doch... Oh, die laufen sogar hintereinander. Und tschüss. Gut. Da vorne müsste das gleich sein. Mal gucken, ob das... wie schwer das wird. Also ich sehe schon wieder einen Gegner. Vermisste Vorratskiste geortet. Ach, hier rechts sind auch noch welche an der Straße. Ja, ich hab ihn. Noch mehr? Warnung, Feindkräfte nähern sich. Von wo denn? Ach, da. Aua. Okay, den hat's da hingerafft. Jetzt ist da hinten nur einer. Der ist auch hinüber. So. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Oh Leute. Wie viel wollt ihr mir jetzt hier noch auf den Pelz setzen? Nein, war es nicht. Du wirfst hier keine Granaten. So viel steht fest. Müssen wir diese Dinger hier tragen? Oh
Und dann läuft der so langsam, als ob so ein Koffer so viel wiegen würde. So, und da vorne müssen die, glaube ich, rein irgendwo. Ach, da hinten beim LKW, okay. Ich dachte schon hier vorne. Ja, wenigstens sind das so zwei Objekte. Eins habe ich ja schon. So. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Kopfschuss. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Also langsam gehen sie mir echt auf den Sack hier, ey. Tut, was zu tun ist. Nein, jetzt kommt er hier auch noch rüber. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Noch mehr. Gammeln könnt ihr gleich auch noch, wenn ihr hinüber seid. Das heißt die, ich bin alleine. So, darf ich jetzt endlich diese Mission beenden? Kann man damit nicht rennen? Geht das nicht? Ist das nicht möglich? Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Gut. Dann wollen wir mal gucken, was da hinten so an Loot runtergefallen ist. Also irgendwo ist doch schon wieder einer hier. Nur wertlose Münzen. Ich höre irgendwo eine Drohne. Da oben. Ist da, glaube ich, aufs Dach gefallen. Herrlich. Gut, was ist denn hier alles Schönes hingefallen? Ein Holovisier, ein graues. Munition. Ein Stretch-Holster. Gucken, ist das vielleicht besser? Ja, der macht mehr Schaden. Dafür kriege ich aber weniger Leben. Aber mit dem Leben hat das ja eben gerade wunderbar geklappt. Dann wollen wir mal eben gucken, wo die Drohne hingefallen ist. Ist ja irgendwo aufs Dach gefallen. Gucken, ob wir da irgendwie hochkommen. Hier hinten kann ich durch. Suchen Sie jemanden? Ja, dich bestimmt suche ich nicht. So, und da oben irgendwo auf dem Dach muss die Drohne hingefallen sein. Jedenfalls der Inhalt von der Drohne. Da liegt der Inhalt. Sehr schön. Massengräber. Was gibt's hier? Nix. Gut. Dann zurück ins Safehouse und die Quest abgeben, damit wir auch in den neuen Bereich kommen. Gut. Blitzreise. Sind wir gleich schneller da. Und dann schauen wir mal. Bin mal gespannt, was es als Questbelohnung gibt. Aber ich rechne mal mit nicht sehr viel. Munition auffrischen. Was, das Sie brauchen.
Ja. Gute Arbeit, Agent. Das haben Sie wirklich gut hinbekommen. Und das ohne in Schwitzen zu geraten. Auch dafür Hut ab. Dann sind wir wenigstens die olle Rotzbacke los. Gut, Safe House nach Hell's Kitchen. Hört sich lustig an, der Name. So, wo ist denn das? Hell's Kitchen, Hell's Kitchen, Hell's Kitchen. Ach, du ahnst es nicht. Wie weit soll ich denn da laufen? Da kann ich doch nach Kerman Station Blitzreise machen und von da aus dann zu Fuß hinlaufen. Also jetzt nochmal komplett durch, durch Garment District zu laufen und dann... Nee. Bin ja eine halbe Stunde unterwegs. Gut, Safe House, da. Blitzreise ist natürlich noch gesperrt, weil wir das noch nicht freigeschaltet haben. Irgendwas läuft mir doch hier mit Sicherheit gleich wieder über den Weg. Könnte ich für wetten. ...400 Meter noch. Auf jeden Fall spielt das Wetter heute mit. Nicht so wie letztes Mal, ey, wo es stark geschneit hat und total nebelig war. Man hat überhaupt nichts mehr gesehen. Da ist irgendwas drin. Wie komme ich da rein? Der will auch was haben. Soll er kriegen. Freches taktisches Hemd. Da gucken wir doch mal. So viel Zeit muss sein. Hüter nichts angelegt, Halstücher nichts angelegt. Ja, nehmen wir das mal mit. So, aber Hemd, da wollte ich mal gucken. Freches taktisches Hemd. Freches Thermohemd? Freches taktisches Hemd. Gab es da jetzt überhaupt einen Unterschied? Ich glaube nicht. Okay. So, jetzt sind wir in Hell's Kitchen angekommen. Wollen wir mal gucken. Also der Name hört sich ja nicht besonders gut an. So, 120 Meter. Und noch keine Feindberührung. Das ist doch mal positiv. Bin sowieso mal gespannt, auf was wir hier stoßen. Auf was für eine Gruppierung. Ich glaube, die Cleaner sind das mittlerweile nicht mehr, oder? Die habe ich ja erfolgreich kaputt gemacht. So, hier geht's runter ins... Sie betreten einen sicheren Bereich. Ja, ja. Komm. So. Türchen auf. Da kann man nicht Munition... Ja, hier kann ich mich einnisten. Mal freischalten. Gut. Wow, Sie sind der Division Agent, oder? Muss schon sagen, und verzeihen Sie mir bitte, dass ich so direkt bin. Aber Sie sehen abgefahren aus. Also, Sie sind natürlich abgefahren, keine Frage. Ein echter Division Agent. Es wird mir eine Ehre sein, Sie mit Informationen zu versorgen. Ich melde mich, wenn ich etwas für Sie habe. Ist das so ein kleiner, still und heimlicher Fan von mir, oder wie? Wagen Sie einen Blick, bevor es ausverkauft ist! Nö, nö, lass mal. So, ich will mal auf der Einsatztafel gucken. Gut.
Was haben wir denn da? Rettung Zivilisten. Judy Waters. Kopfgeld. Ganganführer. Agent, wir haben Meldungen über ein paar randalierende Rikers. Ich will Ihnen ja keine Umstände bereiten, weil Sie ohne Zweifel eine unglaublich wichtige Persönlichkeit sind. Aber wenn Sie sich darum kümmern könnten, wäre das ein Traum. Okay. Das wird die erste Begegnung mit den Rikers. Denke ich. Oder sind wir mal kurzzeitig auf die beim Waffenhandel gestoßen? Warnung! Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Aber hier scheinen vor... Ja... Hier scheinen die Rikers den Stadtteil im Griff zu haben. Also nichts Cleaners und keine normalen Gangster, sondern halt Rikers. So, den ersten Leutnant. Ist mir recht. Die Stadt war auch schon vorher scheiße. Wer hier wohl stirbt? Oh. Was haben wir da Schönes? Ein Ballistikrucksack. Erstmal hier die ganzen leeren Bierflaschen durch die Gegend kicken. Den kann ich nicht gebrauchen. Der senkt ja wieder meinen Schadenswert. Handschuhe. Auch doof. Waffe, was habe ich da? Ja, die ist besser als die Sniper, aber die Sniper wollte ich eigentlich behalten. Was haben wir hier? 8,5% anfängliche Stabilität. Na super. Ich brauche Schaden, Leute. Schaden. Oh, mal gucken, wo der erste Leutnant hier rumgammelt. Es sind aber keine Rikers hier. Leck mich. Doch, kannst du glauben. Hier, nimm das. Der merkt das noch nicht mal. Jetzt merkt das. So. Da hinten kommen noch mehr. Ja, sie haben Johnny getötet. Was? Ja. Da habe ich wohl das Lager von seinen Granaten getroffen. Ja, spielt mal mit meinem Gerät hier. Grünes getroffen. Ah, stimmt. Und die Elite-Gegner, die droppen mal was Graues. Oder mal halt, wie gesagt, gar nichts. So. Der hockt doch da hinten irgendwo. Ventilsteuerung. Oh oh. Raus hier! Weg, 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 weg!
Dich hole ich da oben jetzt erstmal weg, ey. Das ist mir doch zu blöd. Komm. Put, 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 put. Du blöder Sniper. Hier oben sitze ich echt wie auf dem Präsentierteller. Och nö, lass den Scheiß da hinten von dir drinne. Sag mal, wie viel Kopfschüsse muss ich dem eigentlich noch verpassen? Jetzt. Zeig doch mal das Köpfchen. Das gibt's doch nicht schon wieder daneben geschossen, ey. So, der ist hinüber, der auch. Der jetzt auch. Natürlich haben Sie das in Rekordzeit erledigt. Nicht, dass sich je daran gezweifelt hätte. Wachen Sie eigentlich manchmal morgens auf und freuen sich, wie cool es ist, Sie zu sein? Ende der Durchsage. Ist das ein Groupie oder was? Gut. Neuen Rucksack gekriegt. Verbessert einige Werte ein bisschen. Nehmen wir den doch. Gut, Pistolen, 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 Pistolen. Haben wir auch eine, die wesentlich besser ist. Alle Mods entfernen. So. M9A1 Offizierversion. Das kann ich noch alles Schönes reinbauen. Nicht viel. Gut. Was habe ich hier in der Hand? Sniper? Gut. Jo, da haben wir die erste Mission im neuen Gebiet erfolgreich abgeschlossen. Und sind auch schon wieder am Folgenende. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert einfach den Kanal. Bis denn. Ciao.